Logbucheintrag Nummer 23, Captain Kirk Beard Nummer 24. Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Es gibt keine neuen Mitteilungen unseres Außenteams. Diese stolzieren immer noch durch das Piratenlager und versuchen, so viele Ressourcen wie möglich ihnen zu entwenden, die wir später verwenden können oder die sie verwenden können, um weiter voranzukommen. Drücken wir ihnen die Daumen. Ja, ich sitze immer noch hier fest, weil ich an diese Energie da hinten ran möchte, die so schön blau hervorgehoben wird. Na. Das war jetzt gerade nicht so geplant. Was passiert eigentlich, wenn ich dich von hier aus wegschieße? Okay, jetzt hat er mich hier gesehen. Ich weiß ja nicht, ob der es so aus den Augenwinkeln richtig mitkriegt, wenn ich den aus dem Weg balle. Na gut, die drei, wenn ich sie anlocken würde, die würde ich wegkriegen. Wenn die Patrouille noch hinzukommen würde, würde es etwas schlimmer werden. Genau dich da. Das lockt auf jeden Fall die beiden an. So. Ups, jetzt habe ich meinem Smash Fist voll in den Rücken geschossen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber okay. Also ja, ich hätte sie so anlocken können. Hätte ich es gescheit gemacht. Es sind immerhin 40 Energie, die ich dadurch jetzt noch gewonnen habe. So. Und wir haben dadurch das Piratenlager einigermaßen befriedet, wenn ich so nennen darf. Okay, jetzt fehlen noch die beiden, weil ich gerne wissen würde, was hinter dieser Höhle ist. Ich weiß aber jetzt nicht, wie sich die zwei bewegen. Ihr beide könnt euch auch mal im Gebüsch verstecken. Das könnt ihr ja, auch wenn ihr kein Shadow seid. Oh, die gehen hier hinten rum. Oh, ich sollte meinem Smash Fist mal lieber eine andere Haltung geben fürs Erste. Okay, die gehen da hinten rum. Dann hoffe ich mal, dass... Ja, der kommt jetzt gerade. Dass er sich gleich wieder verdünnisiert. Dann kann ich mich nämlich da hinten hinschiften. Kann einen Hasch machen.
kann ihn ausschalten. Kann den da noch ausschalten. Und dann kann ich kurz gucken, ob hier unter dem Ding noch was versteckt ist. Da ist nämlich tatsächlich noch ein Level-Up-Stein, also ein Upgrade-Stein. Ich sage immer Level-Up-Stein. So. Okay. Nicht so gut. Gehen wir einfach mal hier durch. Wo sind die anderen beiden? Die sind hier, okay. Können wir mal gucken, ob wir uns mit dem Stein was Hübsches kaufen können hier oben an dem Level-Up. An dem Runenstein. Ob wir uns was Schönes freischalten können. Characters. Das ist kein Punkt für dich, auch keiner für dich. Das war einer für dich. Jawohl, jetzt können wir das hier freischalten. Und weil ich genügend Energie habe, repariere ich mal bei allen drei die erste Stufe frei. So. Dass wenigstens, sie wenigstens etwas Rüstung haben. So. Da kommt die Patrouille. Die wollen wir eigentlich nicht, weil Erfahrungspunkte gibt es ja leider nicht. Dass sich die Patrouille nicht wundert, dass das gesamte Lager leer ist. Egal. Wir wollen nur hier weg, zurück in die Haupthöhle. Okay, da kommt auch gleich Big Boss. Ey. Das ist jetzt nicht so gut, dass... der hier gleich richtig Verstärkung ruft. Okay. Das heißt, wir müssen den mal abschneiden. Oder uns... hier verstecken. Ja, müssen wir, weil da kommt eine Patrouille. Ach nee, die Patrouille gehört zu ihm, oder? Ja, die Patrouille gehört zu ihm.
Okay, zum Glück habe ich jetzt ja Friend of Foe auf Maximum. Das heißt, ich kann mit den Granaten rumhantieren, wie es mir Spaß macht. Was ich jedoch eigentlich machen muss, aber ist die Patrouille dort bekämpfen, wo es mir am besten passt. Und das wäre eigentlich hier. So, habe ich Quicksave machen können. Jetzt habe ich auf jeden Fall Quicksave machen können. Ich möchte mal nur den Shadow bitte auswählen. So, einer ist ausgeschalten. Okay, das war nicht so gut. Gib ihm mal Feuer unterm Hintern. Und du töte ruhig alles. Gut, Shadow. Macht mal auch einen guten Schuss. So. Das haben wir geschafft. Was wir jedoch nicht geschafft haben, ist, dass da hinten gleich noch Verstärkung eigentlich auftauchen müsste, oder? Ja, da ist Verstärkung, aber die scheint nicht besonders beeindruckt von uns zu sein. Gut. Also die scheint nichts von uns zu wollen, die Verstärkung, sagen wir es mal so. Shadow. Shadow macht jetzt erstmal wieder Aufklärung. Ja, da ist das Tor. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier alle Feinde so gut wie möglich loswerden. Den da zum Beispiel können wir ausschalten hier, ohne dass es einer merkt. Hoffe ich mal, ja. Den können wir auch ausschalten. Das war vielleicht nicht so, wie ich es gehofft hatte, aber es hat funktioniert. So, jetzt sind es nur noch ein paar wenige. Das heißt, ich kann euch beide schon mal hier hinten in Deckung bringen. Ja, es werden auf jeden Fall langsam wenige. Es sind zwei Wächter am Tor. Die könnten ein Problem darstellen. Ich kann leider keinen durch eine Mauer backstabben. Das wäre geschickt.
So, der ist weg. Das heißt, es sind nachher gleich nur noch die drei übrig, wenn ich den da losgeworden bin. Und den kriege ich eigentlich los. Wenn er mit dem Patrouillieren fertig ist. Dann kann ich den wegschießen, dann kommen nur noch die beiden, ja. Weil die Patrouille sind wir los und alles andere in dem Umfeld müssten wir eigentlich auch losgeworden sein. Ja, das Problem ist, er guckt da hin. Ah. Das macht die Sache doch etwas schwieriger. Ich könnte ihn eher ausschalten. Oh, da hinten ist ja noch einer. Ich könnte ihn eher ausschalten, wenn er hier drüben irgendwo steht. Da, wo er jetzt hingelatscht kommt. Solange der da nicht guckt. So. Okay. Hi, Jungs. Ja, kannst ruhig wieder aggressiv werden. Der da wird schlimm. Der hat ein Horn, deswegen kommt er jetzt weg. So, und jetzt fehlst nur noch du. Okay. Erstmal F5, Quicksave machen. Da ist ein Leveler, also ein Upgrade-Stein. Ja, und bei diesem Runestone könnte ich theoretisch jetzt mit der ganzen Energie, die ich habe, meine drei Zwerge upgraden. Ich habe einen Quicksave gemacht, also mache ich das jetzt einfach mal. Gucken wir mal, für wen haben wir einen Stein gefunden? Für den Forcer. Okay. So, einmal dich. Dich. Und dich. So. Kann ich mit dem einen Stein irgendwas? Ja, Friendly Fire. Ich gehe erstmal auf die Sachen. First Aid habe ich ja schon mal. Was damit, Allies besser wieder zusammengebracht werden. Combustion. Ah, Allies im Force Field. Also das ist alles Force Field Zeug. Das brauchen wir aber später erst. So. Es gibt noch einen Dwarfenstone hier. Wo? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo gibt es hier einen Dwarfenstone? Ich meine, ich habe ja hier jetzt alles bereits aufgedeckt. Das Ding habe ich geplündert, aber
Hey, wo ist der Dwarven Stone? Das hier ist das unschöne Gebiet. Aber hier habe ich eigentlich auch nichts zurückgelassen. Puh, wo könnte der jetzt denn sein? Weil eigentlich habe ich doch alles abgedeckt. Den da habe ich gefunden, der war gut versteckt. Und hier oben ist eigentlich auch nichts mehr. Da sind meine beiden Zwerge und ich denke mal in der anderen Höhle, das wird nicht zählen. Weil ich glaube nicht, dass wir nochmal in die andere Höhle zurückkommen können. Und ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt meinen, dass da oben bei der ganzen Truppe noch irgendwo ein Dwarven Stone liegt. Weil was anderes gibt es hier ja nicht mehr. Ich komme nur in die Höhle und ich komme in die Höhle hier. Aber hier sehe ich keinen Dwarvenstone mehr. Ja. Sowas ist immer irgendwie fies ein bisschen. Dass hier angeblich noch Dwarven Stones sind, aber ich sehe keine mehr. Hm. Ja, danke. Gut, für wen war der? Ah, für den Smash Fist. Nox Enemy Stone war in Stone Form. War in Fire Form Damaged. Das hier hätte ich gerne, dass er das Stein vorm Leben regeneriert. So, noch einmal speichern. Dann können wir die drei da durchschicken. Oh, und in die nächste Mission. Sehr schön. Kapitel 2, Verbündete. Die Ortsansässigen können uns helfen, alle Schiffswrackteile zusammen und sie an einen geeigneten Ort zu bringen, wo wir sie reparieren können. Riesige Bestien. Riesige Packbestien helfen ihnen, die schweren Lasten zu schleppen, zu bewegen. Der Höhlenbewohner-Anführer Kujazok hat uns versprochen, uns zu helfen, wenn wir seine Freunde retten. Ah, Pause und Command Stack. Ja, das kann man auch machen. Gut. Gibt's noch eine Cutscene?
Der Shadow wollte ihn gerade davon abhalten. Okay. Ein Sludge Warrior. Gut. Das ist ein böser Boss. Deswegen Abschluss, Logbuch, Eintrag Nummer 24, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam hat es geschafft, durch das Haupttor des Piratenlagers zu kommen, nur um in einen Hinterhalt der Sludge-Kreatur zu geraten. Das war das Letzte, was sie uns per Funk durchgeben konnten, bevor der Kontakt abgebrochen ist. Hoffen wir, dass sie den Kontakt wiederherstellen können. Kirkbeard, Ende.